Sollen wir es nochmal probieren? Na klar, Mann, so schnell gehen wir nicht auf. Hi Leute, Flugstunde mal wieder. Oha, wir müssen zu den Quellen der Zoras. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Ich habe irgendwie gar keine Lücke gesehen beim letzten Mal. Und flieg schneller. Ist das geil? Ist das geil? So, ihr trefft mich hier nicht. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Ach, da oben. Da oben. Flieg höher. Flieg, mein Freund. Flieg. Boah, ist das geil. Okay. Wow. Die sind doch verrückt. Die Hunde hier, ey. Wow, ihr seid doch wahnsinnig. Ihr seid doch bekloppt. Die zerballern hier alles, ey. Die wollen uns echt tot sehen. Oh, das ist ein Riesenblock. Riesengroßer Felsbrocken. Boah, wie geht das denn, ey? Die sind hier echt voll bekloppt, oder? Ey, was die sich hier aufgebaut haben. Wie geil. Ich glaube, ich habe es gleich geschafft. So, hallo? Wow. Netter Versuch. Oh mein Gott. Ganz schnell hier durch. Gleich geschafft. Was auf die Flügel auf? Tageslicht. Coole Passagen, ey. Sowas bringt doch Abwechslung ins Spiel, oder? Jetzt muss ich den Kopf stoßen. Schön. Schön abwechslungsreich. Gefällt mir. Das gibt Bonuspunkte in der Schlussbewertung. Zack. Cool. Einfach cool. Oberlauf. Zoras Fluss. Hier steht wieder so ein Haus. Mann, die Leute wohnen hier echt überall verteilt. Ich hör was. Oh, sind wir einfach schon da? Dieser Flattermann ist ja richtig zu etwas gebrauchen. Also dann, wo leben denn nun die Zoras? Lass sie uns doch einfach mal suchen. Mann, ist das kalt. Ey, beeil dich ein bisschen. Ey, sag mal. Ich habe ja gerade eben eine Statue gehört. Wieder so eine Wolf-Anheul-Statue. Alter, das ist eine frühe Frisur, ey. Was in aller Welt machen diese Zoras eigentlich, ey? Der Fluss ist völlig ausgetrocknet. Man kann da nicht nur... Was kann da nur passiert sein? So kann ich aber kaum arbeiten. Ey, wie die Haare sich bewegen. Guck mal. Die leben. Deine Haare leben. Ist das kalt? Ja, zieh dich wärmer an. Sitze halb nackt hier. Ach, wenn es so nur etwas wärmer werden würde. Blöde Kuh. So, wo sind wir denn hier? Kann ich hier runter? Ich kann hier runter. Sollte ich denn auch hier runter? Komme ich denn wieder hoch? Oh, hier. Hier geht's runter. Hui. Kann ich die Bombe legen? Okay. Zack. Was ist das denn? Oh, Eis. Na. Bam. So, wartet mal. Ich glaube, da geht's richtig... Da ist der richtige Weg, aber ich will erstmal nochmal gucken nach dieser Wolfsstatue. Ach, ist ja keine Statue, es ist so ein... Ja, so ein Stein. Mit Loch. Ja, wo ist das? Da oben. Da oben ist das. Komme ich hier rüber? Midna, könntest du vielleicht... Midna kann's nicht. Nee, die Brücke ist auch bloß da, wenn das Wasser da wieder durchläuft. Komme ich da irgendwie hin? Nee, sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Da ist der Stein. Von da? Vielleicht von... Nee, da gibt's überall keinen hin. Nö! Naja, dann gehen wir mal die Zoras besuchen. Zoras, wir kommen... Hopp! Ja, ich springe bewusst nicht von ganz oben runter, weil ich Angst um meine Energie habe. Ich habe ja bloß drei Herzen. So. Von da müsste das Wasser eigentlich kommen. Also dann geht's mal ab hier. Was ist hier nur passiert? Bams! So. Winter Wonderland. In Majora's Mask waren es die Goronen, die komplett eingefroren waren. Und jetzt sind es die Zoras. Wie in Ocarina of Time, wenn man sich so überlegt. So. Wow. Zora-Höhle. Alter! War das mal ein Wasserfall? Fett! Oh Mann! Was ist denn hier passiert? Hab gerade gedacht, es ist kalt hier und da ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssten doch eigentlich die Zoras wohnen, oder? Aber man sieht gar keinen von ihnen.
Tja, keine Ahnung, Mann. Na los, sehen wir uns zumindest mal oben. Ja, ja, wenn du mich lassen würdest. So, hier ist alles eingefroren. Man kann hier sogar richtig unter Wasser gucken, ein bisschen, wenn nicht gerade Schnee liegt. So, wie komme ich jetzt... Ist aber schon wieder mitten als Trick. Ja, das war klar. Von hier aus können wir nach oben. Probieren wir es aus. Wow, wow, hui, zappa, hui. Na klar. Na selbstverständlich, Leute. Macht das bloß nicht nach. So, wir klimmen einen Wasserfall. Wow. Einen gefrorenen Wasserfall. So, okay. Und nochmal. Hui, hui, hui. Wow, shit. Was war das? Autsch. Was war das denn? Ist voll abgebrochen. Oh, wie gemein. Jetzt brauche ich erstmal Energie. Herzchen? Kein Herzchen. Geld. Was soll ich mit Geld? Puh. Ah. Dankeschön, aber eins noch. Ich habe gerade zwei Herzen auf einmal verloren. Da brauche ich noch eins. Noch eins. Ah, sorry, Freunde. Das eine Problem. Bitte nicht beachten. Mann, kommst du jetzt mal her, du Scheißvieh, aua. Puh. Autsch, ey. So, Herz. Gib Herz, danke. So. Was war das gerade, Mann, mit einer... Vielleicht soll ich es ein bisschen vorsichtiger machen. So, und nochmal auf ein neues. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin echt gespannt, was die Soras da wieder für Scheiße gebaut haben. So, jetzt aber richtig. Hua, hua, hu, hua, zaya. Wow! Oh shit! Oh Mann, okay. Halt, gleich sind wir oben. Gleich sind wir oben. Ah, schön. Oh, ist das schön. So, alles klar, Freunde. Wir sind jetzt hier bei der Sora-Quelle oben auf. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier los ist. Warum wir alle so am Abfrösteln sind. Oh. Okay, da wollen schon mal drei lustige Gesellen wieder aufs Maul. Und der eine steht doch schon so weit weg hier. Aua, oh, ja, alles klar. Und der steht nicht mit Absicht weit weg. Den muss ich zuerst platt machen. Kommst du her? Swamps, swamps, swamps. So, und die anderen beiden sind wieder schön gekonnt mit Double Crit. Eins, zwei und Double und Critten. Und down. Schön. Brrr, so, ein neues Portal erschaffen. So, gucken wir uns doch mal um hier. Wo sind die ganzen Soras? Jetzt gibt's hier auch ein Portal, dann können wir endlich warpen. Wenn du mal frische Luft in der lichten Welt schnuppern willst, sag mir einfach. Ich bring dich dahin. Ja, wo sind denn jetzt die ganzen Soras? Oh. Machen wir doch mal einfach mal unser Gespür. Oh! Tiefkühlfisch! Ach du meine Güte, das sieht aber böse aus. Das sieht ganz böse aus. Ob es denen gut geht? Hey, das sind doch die Soras, oder? Aber sieh das nur an. Was ist denn mit ihnen passiert? Die sind tiefgefroren. Schockgefrostet. Na, was meinst du? Und in diesem Zustand können wir doch eh nichts mehr machen, oder? Wir können sie gar nicht sich selber überlassen. Was meinst du? Sollen wir sie nicht wenigstens auftauen? Na wie denn? Soll ich anhecheln? Aber hier fällt mir nichts ein, wie wir das machen sollten. Vielleicht könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Na klar. Hier gibt's ja ein Portal. Wir können jederzeit wieder zurückkommen, wenn uns irgendwas eingefallen ist. Ja, Leute, und wir müssen auch wieder zurückkommen. Und zwar, da wir uns ja jetzt wegporten können, warpen wir uns dann einfach mal zu den Goronen. Wir wissen ja, die leben auf einem Feuerberg. Und war da nicht irgendwie was mit einem riesen Vulkanbrocken, der immer runtergeballert ist? Vielleicht kann Midna den ja wieder hochheben. Mal bin ich ja mal gespannt. Und einfach mitporten. Geil. Midna? Oh, stimmt, sie ist wieder in meinem Schatten. Und da ist der Riesenbrocken und der dampft sogar. Ist ja geil. Damit sollte es doch klappen, oder? Oh, dieser Stein ist ja immer noch hier. Und anscheinend ist er noch ziemlich heiß. Warpen. So, hier oben hin zu der Sora-Höhle. Alles klar. Aber mit, na? Okay, die Goronen, die werden uns schon nicht böse sein, wenn wir uns hier mal kurz ausleihen. Aber mit, na, ich hoffe, du weißt, was du tust, weil der ist ganz schön groß und sieht gefährlich aus. Nicht, dass wir das Volk der Soras kurzerhand mal ausrotten. Weg und wir hinterher. Alles klar. Okay, mit einer vorsichtig, ganz vorsichtig
Midna. Midna, nicht fallen lassen. Midna! Worms! Ach du meine Güte. Sind die alle tot. Und da fließt das Wasser wieder. Und alles taut. Alles taut und füllt sich wieder mit reinem, kristallklaren, extrem aufgeheiztem Wasser. Na toll, jetzt hat sie Fischstäbchen aus den Zoras gemacht. Oh Mann, mit einer Idee, hat baut nur Scheiße. Okay. Die Geister anscheinend es ihnen gut zu gehen. Mann, mit einer, seid doch mal Schwein gehabt, Mann. Geht doch nicht. Okay. Unglaublich, Mann, wofür man so einen heißen Stein alles verwenden kann, findest du nicht? Ja. Toll, mit einer. Brachial wie immer. Also dann, die Sora, den Soras ist fürs Erste geholfen. Verbissen wir uns. Schließlich ist das Eis gebrochen. Da dürfte auch Wasser in Hyulia-See sein. Also können wir auch zum Lichtgeist, wa? Gute Idee. Aber erst will ich nur mal gucken, wie es denen geht. Alles klar? Hey, du hast dich gerade angehört wie der junge Link aus der Queen of Time und so. Na okay, ein bisschen. So, geht's dir auch gut, Mann? Oh, okay, der ist tot. Was ist denn mit dem Thron? Der war doch auch... Ja, genau, hier ist ein Thron gewesen. Was los, Mann? Wo ist die Königin? Ist alles in Ordnung, Mann? Geht schon irgendwie. Aber was ist mit unseren Brüdern im Basin unter dem Wasserfall? Es ist mir scheißegal. So, ich spür weg. Hauen wir ab. Njaung, njaung, njaung. Zum Hylia-See und zum Lichtgeist. Und vorher vielleicht noch ein bisschen jodeln. Warte bitte. War denn jetzt schon wieder? Oh, die Musik ist so schön. Ich danke dir, dass du unser Volk und dieser Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Naja, so lebendig siehst du jetzt nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Sora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Lucida, ist das nicht auch die Pokémon-Trainerin aus Diamond and Pearl? Egal. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so. Oh, Midna, ey, halt da einfach mal deine Fresse. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Oh, ich wusste doch, so ganz, naja, du erschienst schon ein bisschen paranormal. Du, der du die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast, ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Wallis, nach Schloss Hyrule zu gehen und Prinzessin Zelda zu unterrichten. Dein Sohn ist Lehrer? Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Er spürt dich bestimmt gar nicht mehr. Und nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Och, man ist doch so traurig. Ich bitte dich, stolzer Held, Held in Gestalt eines Tieres. Du musst Prinz helfen. Na toll. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie ein Sora unter Wasser frei zu bewegen. Bitte hilf meinem Sohn. Swoo. Oh oh, na toll. Sie sagt, wenn du ihm hilfst, gelangst du die Fähigkeit, wie ein Sora im Wasser zu tauchen. Zu bewegen. Nicht tauchen, Midna, du Trottel. Du Trottelin. Na, was tun, großer Held? In der Gestalt einer Bestie kannst du dem Prinzen doch nicht unter die Augen treten, Mann. Vielleicht solltest du ja doch vorher zu den Lichtgeist gehen. Ja, ja, ist okay, Mann. Gut, schön. Da hat uns die Mutter erstmal die Bürde auferlangt, ihrem Sohn zu verklickern, dass seine Mutter wohl niemals wiedersehen wird, weil sie das Zeitliche gesegnet hat. Sie wurde hingerichtet. Echt gemein. Oh, hier regnet's. Und alles wieder voller Water. Voller Water. Voller Wasser. Und einer übelst schnellen Strömung. Wenn ich das mal sagen darf. Das Wasser hat so schnell angefangen zu fließen und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das fließt jetzt bis zum Hylia-See. Warum lässt du dich nicht einfach mit der Strömung treiben? Genau, das kann man jetzt nämlich machen. Aber ich habe irgendwie noch das Gefühl, ich will ja noch jodeln. Und wenn ich jetzt in die Strömung reingehe, aber ich glaube, ich bin nicht direkt beim Hylia-See. Und da will ich doch vorher nochmal gucken, ob ich nicht irgendwie, sachter runter kann. Oh ne, hier ist ein Felsbrocken. Gut, das wird wohl nix. Ne, das wird nix. Okay, dann mache ich jetzt mal einen schönen Körper runter ins Wasser. Passt mal auf, Leute. Dab-di-dab-di-do-da. Hui. Zack. Schön, dass es den Soras gut geht, außer ihrer Königin. Sind wir wohl ein bisschen zu spät gekommen. Naja, so Leute.
Bereit zu jumpen, one? Yeah, geil! Was? Oh, ich kann nicht schwimmen, ich kann nichts machen. Oh, einfach zu schnell. Boah. Okay. Ja, und direkt beim Lyasee angekommen, der jetzt wieder schön voll ist. Alle können sich freuen. Na gut, quatschen wir mit dem Lichtgeist. Da geht's zu ihm Wine, denke ich mal. Und bin ich das da? Ja, wir wurden direkt dahin geschwemmt. Cool. Besser kann's ja nicht mehr kommen. Perfektes Timing. Na, auch schon wach? Wieso, wie lange habe ich geschlafen? Sieh dich ruhig um. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass uns der Strom bis zum Lyasee bringen wird. Und es sieht so aus, als wären wir direkt vor der Höhle des Lichtgeistes. Also, lass uns gehen, Mann. Wir haben schließlich nicht die ganze Nachtzeit. Ja, ist ja gut. So, Freunde, ich würde sagen, im nächsten Part dann quatschen wir mit dem Lichtgeist, weil da kommt, glaube ich, wieder eine Katze hin und so. Und damit sich da nichts überschneidet, höre ich jetzt auf. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.